Hast du Kacke an der Spitze, warst du in der falschen Ritze? Einen wunderschönen guten Tag YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal Marvin Krah. Wir befinden uns zu später Stunde, es ist schon 22 Uhr. Uhr habe ich eigentlich unperfekt und fragen die Leute hier in Hamburg heute mal, was denn ihre Lieblingsstellung ist. Wir sind ja Sportler und als Sportler tauscht man da ganz gerne mal so sein Wissen aus, seine Übungen, die man macht. Und im Bettsport, da kann man sich auch mal austauschen. Pascal. Annika. Alina. Was macht ihr Schönes auf dem Dom heute? Saufen. Saufen? Bist du schon 18? Nee, 12. Lieblingsstellung, Doggy. Alle sagen Doggy. Doggy ist geil. Ja, Reverse Cowgirl ist auch ganz gut. Was ist denn Reverse Cowgirl? Ja, wenn sie dich reitet, aber halt andersrum, dass ihr, Arsch quasi in dein Gesicht guckt. Das ist geil, ne? Schon, ja. Ja? Ja. Haut mir mal eure Lieblingsstellung raus. Boah, ist einfach eigentlich. Doggy Style. Warum? Weil du führst? Ja, höchstwahrscheinlich. Ja, gut, ja? Und du? 69. Ja. Legs gern, ne? Ja, ja, ich bin lecker, ja. Ja. Lecker? Ich bin lecker, ne? Ja, definitiv. Nantje? Ja? Bist du über 18? Ja. Ein Glück, die Fahrer hat nämlich in sich. Kann ich auch abbrechen? Nein, jetzt nicht mehr. Lieblingsstellung? Ich bin noch Jungfrau. Du bist noch Jungfrau? Keine Stellung ausprobiert? Sehr gut. Das ist die Jugend von heute, finde ich cool. Und warte auf den richtigen. Ja. Hast du einen Freund? Nein. Wenn du einen hast, er ist nicht der Richtige, glaub mir. Ich weiß. Reiten. Pervers. Perfekt. Was hat das Einhorn zu sagen hier? Ich bin nur der Hüter des Einhorns. Meins, und auch mein Oktopus. Das ist meins. Was hast du dafür bezahlt? Du, für den Oktopus habe ich 20 Euro hingelegt. Hat ja richtig gelohnt, wa? Oder ist er niedlich? Ja. Also heute Abend bist du Lieblingsstellung mit dem Oktopus. Auf jeden Fall. Pascal, moin. Und du? Ich esse Kai. Du trinkst normale Cola? Ja. Das gefällt mir gar nicht. Weißt du warum? Na, warum? Da ist Zucker drin. Okay. Schon mal Cola Zero probiert? Ja. Die ist genauso gut. Finde ich nicht. Wenn sie reitet. Wenn also, sie reitet? Ja, ja. Also, weißt du, was ich meine, wenn ich runterlege und sie einfach reitet. Und wie lange brauchst du so bis zum Höhepunkt? So eine Stunde. Eine Stunde Spaß hast du mit ihr? Auf jeden Fall. Oder? Muss. Glaube ich dir nicht. Doch. Eine Stunde? Doch, doch. Kann sogar meinen Ex fragen. Aber irgendwie Substanzen dazu oder so? Oder? Nein, gar nichts. Durchgehend Sport, durchgehend. Ich sag dir mal was, ich war letztens besoffen, todesbesoffen. Wir haben über 3 Stunden durchgezogen. Über 3 Stunden? Ja. Und dann macht er mit? Natürlich. Ich bin Michi. Hi. Jetzt, was machst du hier in Hamburg heute? Na, saufen. Saufen? Ja, auf dem Dom. Was gibt's da Schönes? Ich hab grad einen Duckstein da. Ist doch nicht das Erste, ne? Nee. Du hast schon ein bisschen Fahne. Oh ja. Du, hau mal raus. Lieblingsstellung. Lieblingsstellung. Doggy. Nee, also so 69, so ein bisschen lecken und dabei einen Blasen zu kriegen, ist richtig geil. A-Loch auch okay? Muss nicht unbedingt sein. Bei ihr? Nee, wenn du Kacke an der Spitze hast, ne, warst du in der falschen Ritze. Hast du Kacke an der Spitze, warst du in der falschen Ritze. Lieblingsstellung? Doggy. Kannst du mir verraten, warum du Doggy so gut findest? Weil die Position einfach besser ist und man besser zum Höhepunkt kommt. Zu dir kommen wir später noch. Man kommt besser zum Höhepunkt. Wir machen ja nicht nur hier Sport, im Fitnessstudio. Wir machen auch Sport zu Hause, in den eigenen 4 Wänden, im Schlafzimmer. Lieblingsstellung. Ja, eigentlich, weiß ich nicht, 69 ist ganz geil. 69? Ja, das ist und bei dir? Ja, ich bin mehr so der Doggy-Typ. Ja, lieber Doggy. Habt ihr Partnerin oder? Ich aktuell nicht. Und du? Ich ja. Also schaust du Pornos? Auch, doch. Lieblingskategorie? Boah, weil kann ich so nicht sagen. Du bist ein Schmutziger, ne? Ich aber auch. Bestimmt. Das sind beide schmutzig, ne? Ja, ich denke schon. Ich bin eigentlich ein sentimentaler Typ. Hast du eine Partnerin? Nö. Merkt man das nicht? Nö. Ich hab gerne mehrere. Mehrere Partnerinnen? Ja. Das kann ich verstehen. Jo, ich auch. Bin nicht so langweilig, ne? So im Kitty feiern hin oder so in Berlin, das ist voll geil. War ich noch nie. Okay, okay, wir sind in Hamburg. Da kennt meine Kitty vielleicht nicht. Ich kenne das KitKat in Berlin. Ja, ja. Ich war noch nie da, aber... Ja. Wie siehst du mich da? Ja, auf jeden Fall. Ja? Das sehe ich jeden. Kriegst du da viele Frauen ab? Auf jeden Fall. KitKat Berlin, das schauen wir uns an. Ich habe euch ja gerade ein bisschen überfallen, ne? Bisschen, ja. Was habt ihr euch da Schönes gekauft? Schokobanane. Lecker. Darf ich du sagen? Ja, Salmiak. Ja. Ich bin Athlet, ich bin Bodybuilder. Wir machen ja auch Sport, nicht nur im Fitnessstudio, sondern auch Sport zu Hause. Bettsport. Lieblingsstellung. Ganz direkt. Lieblingsstellung. Oben auf. Oben auf? Ja. Also Mann unten, du oben. Na klar. Wie nennt man die Reiter? Ja. Und du? Ja, Doggy Style gibt's ja auch. Doggy ist gut, ne? Ja. Ich habe ein Pärchen gesucht und eins gefunden. Wie heißt ihr? Igor. Katja. Lieblingsstellung.
Wie bitte? Lieblingsstellung. Nicht zu viele. Alle gut? Ja, ja, Doggy. Doggy? Stimmst du dazu oder hast du eine andere Lieblingsstellung? Ja, ist okay. Also ich mag es gerne von hinten. Ja? Ja. Helikopter? Helikopter wäre schon spannend, aber ist schwierig, ist schwierig. Schon mal einen Dreier gehabt? Tatsächlich noch nicht, nein. Wird Zeit, wa? Da kannst du auch ganz andere Stellungen ausprobieren. Da bin ich mir ziemlich sicher, ja. Kennst du da eine gute? Du denn? Nee, ich auch noch nicht. Auch noch nicht, ja. Jungfrau. Ach so, ja. Bitte jetzt. Ehrlich jetzt? Worauf wartest du? Auf die richtige. Wenn ihr meine Videos feiert und mich unterstützen möchtet, könnt ihr gerne mit dem Code Marvin bei ESN immer die maximalen Prozente sparen. Geiles Way, geiles Isoclear und andere Subs natürlich auch. Du kennst mich? Natürlich, von Fitnessstudio. Von welchem Studio? Du trainierst die Bade, du hast mit Marco trainiert. Ja, ja, ja. Siehst du? Euch auch, ciao, ciao. So, weiter geht's mit dem Video. Lieblingsstellung? Kann ich nicht sagen, weil ich bin ja noch Jungfrau. Seestern. Seestern? Das mögen die Männer besonders gerne, oder? Ja, auch so unser Ziel heute noch. Geh weiter. Hast du ein Problem? Geh weiter. Noch ein Problem. Besser ist es. Na, meine Leute. Nach geht's. Lieblingsstellung? Ja, Doggy, ne? Hast du ein bisschen Fahne, ne? Aber klingt nach Spaß. Ja, klar. Bist jetzt seit 15 Uhr unterwegs. So. Ja? Ja, klar. Was glaubst du, Lieblingsstellung von den beiden? Ja, natürlich, Doggy. Es ist bei jedem so. Was ist an Doggy so besonders? Also ja, man sieht das, was man sehen möchte. Ne? Und du führst? Ja. Und was findest du daran so toll? Dass er immer die Oberhand hat. Hast du auch gerne das Sagen im Bett? Oh, ich gebe das auch gerne mal ab, du. Ich auch. Das ist geil, ne? Immer so ein Wechsel, mal so mal so. Das ist so. Das gehört dazu. Was macht ihr noch Schönes auf dem Dom heute hier? Essen. Und danach? Schlafen gehen. Ganz vernünftig. Denn euch noch viel Spaß dabei und gute Nacht später. Das ist die Freundin. Das ist meine Freundin. Hallo Freundin, wie heißt du? Sophie. Wir haben gerade über die Lieblingsstellung gesprochen. Da kam von deinem Freund Doggy. Ah, okay. Kannst du dem zustimmen oder sagst du andere? Ja, kann ich zustimmen. Sicher? Ja. Was würdest du von ihm wünschen, was er noch nicht gemacht hat? Keine Ahnung. Muss die Frau kleiner sein dazu oder größer? Ja, meine Freundin ist kleiner. Ja, besser, ne? Ja. Hast du voll im Griff. Das ist wie ein Stankgebläse, du. By the rivers of Babylon. Ey, meine Freundin ist weg. Die ist weg. Das war's mit dem heutigen Video. Danke fürs Zuschauen. Lasst auf jeden Fall ein Abo da und kommentiert, was ihr als nächstes sehen möchtet. Du bist so heftig, ne? Du bist so... Oh, du. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Wieder schauen und reingehauen.